Wir haben es ja nicht gelernt. Wir haben es nicht gelernt, Ziele aufzusetzen und die auf jeden Fall zu erreichen, sondern arbeiten für jemanden anders, ne? Wir gehen zur Schule und lernen für andere. Wenn auch du im Alltag unkonzentriert bist, vielleicht hektisch und nicht so wirklich fokussiert auf das, was du wirklich erreichen möchtest und die Dinge nicht umsetzen kannst, die du willst, wie zum Beispiel gesund ernähren, regelmäßig Sport, ein Buch lesen, früh ins Bett, dich mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen oder mit meditieren, dann bist du mit diesem Video genau richtig. Ich hatte in den letzten Wochen mich im Alltag total verloren. Das heißt, ich habe einfach nur reagiert auf das, was kommt und habe sozusagen nichts geschafft. Ich habe mich dann hingesetzt und habe dann überlegt, was braucht es jetzt für mich, um meine Dinge zu beenden, um meine Aufgaben wirklich so anzufangen, dass ich sie auch beenden kann. Und dass ich mit mir selber zufrieden bin und nicht gestresst bin, weil da wieder bei mir die innere Stimme hochkam, die mich emotional missbraucht hat. Ja, das hast du schon wieder nicht geschafft, gell? Tust jetzt einen auf schlau, stellst dich hin auf YouTube und erzählst anderen Leuten, wie sie es machen sollen, aber selbst kriegst du es nicht hin. Es tut weh. Es tut natürlich weh. Und es sind Selbstgespräche, die man in der Regel nicht mal bemerkt. Ja, normalerweise würde ich darauf reagieren und irgendwas essen. Oder nicht essen. Ja, bei mir ist dann immer das Extrem, entweder ich esse dann gar nichts mehr und werde immer dünner, oder ich fange halt an, irgendwas zu futtern. In der Regel, wenn ich anfange zu futtern, merke ich sowieso sofort. So, was habe ich denn gemacht? Ich habe dann überlegt, sag mal, was ist dein Ziel, was möchtest du? Ich bin in den letzten Wochen ins Bett gegangen, ohne meditieren, ohne in mein Journal schreiben. Ich habe so oft darüber geredet, wie wichtig es ist, seine Gedanken aufzuschreiben. Was sind die letzten Tage, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Weil damit kann ich mich selbst coachen für meinen Alltag, in die Richtung zu gehen, die ich gehen möchte, ohne mich zu verlieren. Das habe ich die letzten Wochen nicht gemacht, weil ich einfach müde war, weil ich unfokussiert war, weil ich bin morgens aufgestanden, hatte tausend Gedanken im Kopf und wusste gar nicht, womit ich starten soll. Und ich glaube, zwei, dreimal bin ich sogar mit dem Handy aufgestanden und so war sofort am Handy, um zu gucken, Nachrichten und so weiter und so fort. Und das zieht einen einfach raus aus dem Alltag. Und man kriegt nichts hin. Das allererste, was ich jetzt gemacht habe, ist mich hingesetzt und überlegt, welches Selbstbild will ich von mir selber haben? Was ist mein Also das Ergebnis, was ist das Ergebnis, was ich mir wünsche von meinem Alltag? Wie will ich sein? Was ist mein Ziel? Das erstmal aufschreiben und überlegen, morgens und abends, mit welchem Bild will ich ins Bett gehen? Weil wir alle wissen, die mir folgen, dass die Bilder und die Emotionen, die wir mit in den Schlaf nehmen, dass sie unsere Realität mitkreieren. Die Gedanken und die Gefühle, die ich jeden Tag mit mir rumschleppe, sie beeinflussen meine Realität. Sie beeinflussen meine Zukunft. Sie manifestieren meine Zukunft mit. Und was war ja bei mir die letzten Woche? Nur hektisch. Also ich hatte nichts. Das heißt, die Bestellung, die ich ins Universum geschickt habe, war ein Kuddelmuddel. Kann mir diese Bestellung schicken. Ich krieg nur noch mehr Stress und nur noch mehr Kuddelmuddel. Das heißt, das allererste, und ich werde dir noch mal ein paar Fragen einblenden, die wirklich sehr gut helfen können, dich mehr zu fokussieren. Was möchte ich manifestieren und warum? Was ist meine Intention für heute? Und da gehe ich oft auch ins Gefühl rein. Was will ich heute für eine Emotion haben und was ist mein Ziel heute? Und dann war das so die letzten Tage, ich möchte Klarheit und ich möchte mehr Zeit für mich. Das heißt, nicht ständig am Handy sein. Ich war ständig am Handy. Es nervt. Also es nervt wirklich. Es ist eine Herausforderung mit dem Handy, wenn man ein Handy hat. Ich meine, ich arbeite ja mit dem Handy, deswegen brauche ich es. Aber am liebsten würde ich es weglegen, weil ich merke, wie sehr es mich einfach nur im Griff hat, dieses Handy. Wenn ich in der Küche stehe und was koche, bin ich am Handy und gucke in Instagram rein. Ja, na, was gibt es da was Neues und koche nebenbei. Ich denke, leg doch mal das Handy weg, weil es streut einfach mein Fokus. Ich bin nicht fokussiert. Ich bin nicht bei mir. Und solange ich nicht bei mir bin, kann ich nicht das manifestieren, was ich wirklich für mich möchte. Ich manifestiere noch mehr Stress. Und deshalb habe ich mir das jetzt so angewöhnt, dass ich wieder mal die Apps für mich wegsperre, dass ich nicht in diese Apps reingehe, dass ich mich nicht selbst sabotiere, indem ich ständig da irgendwo reingucke. Dann die nächste Frage: Was ist die eine Sache, die ich heute tun kann, die mich meinen Zielen näher bringt? Bei mir unter anderem das Handy weglegen. Weil dann ist mir langweilig und dann muss ich meine Dinge umsetzen und erledigen, die ich zu tun habe. Die nächste Frage ist dann drei Dinge, auf die ich mich heute freue. Das gibt mir Motivation für den Tag und ich bin nicht so genervt und so, ja, so schlapp und so unfokussiert, sondern ich weiß, ich habe heute die und die Dinge zu tun und diese drei Dinge, auf die freue ich mich am meisten. Ne? Ob es etwas Leckeres ist zum Essen oder auf einen Spaziergang oder ich weiß, dass ich 10 Minuten meditiere, das schreibe ich mir dann auf. Ich weiß ganz genau, auch wenn es nächstes nervt, 10 Minuten meditieren, aber danach bin ich aufgeladen mit Energie. Dann habe ich mehr Energie für was anderes. Anstatt dass ich 10 Minuten mir TikTok-Videos anschaue, Instagram oder YouTube, 10 Minuten nichts tun. Das ist
echt eine Herausforderung, muss ich sagen, nichts zu tun, weil wir so gut bedient sind aktuell mit, also bei mir ist es so halt, ne, mit Social Media, mit Fernsehen und so weiter. Wir sind sehr, sehr gut bedient, uns ablenken zu lassen, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, mal nichts zu tun und einfach nur zu sein. Und wenn wir nur sind, können wir unsere Akkus aufladen, bekommen wir Nachrichten von unserer Seele und kommen einfach weiter in unserem Leben, weil wir wissen, was wichtig ist, und das setzen wir dann um. Und die letzte Frage ist, was hält mich von meinem Ziel ab und warum, und was kann ich dafür tun, das zu beseitigen? Aber das Allerwichtigste ist das Bild, das ich haben möchte in meinem Leben. Wie soll mein Leben sein? Was ist mein Ziel? Dass ich dieses Bild in mir trage mit den passenden Emotionen dazu. Wenn ich verloren bin, wie die letzten Wochen im Alltag, habe ich dieses Bild nicht. Ja, ich renne einfach nur den Alltagsaufgaben hinterher, und das war's. Wir haben es ja nicht gelernt. Wir haben es nicht gelernt, Ziele aufzusetzen und die auf jeden Fall zu erreichen, sondern arbeiten für jemanden anders, ne? Wir gehen zur Schule und lernen für andere, weil das wollen wir eigentlich nicht lernen. Wir lernen, damit wir die Noten bekommen, also für die Lehrer oder für die Schule oder für die Eltern. Dann gehen wir arbeiten für andere. Aber das, was ich möchte, mein Ziel, da hat uns niemand danach gefragt und es uns niemand beigebracht. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen. Bis bald zu einem der nächsten Videos.